So, und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstag, ist es wahrscheinlich. Wir spielen heute mal wieder Mindtest. Nach langer Zeit mal wieder. Ich habe eigentlich schon Mindtest, eigentlich in letzter Zeit oft gebracht, aber halt kein längeres Let's Play mehr. Wir spielen heute auf Projekt Hirnfrei. Und ich frage mich gerade, warum ich hier gejoint bin, als ich. Ich mach mal Kill Me. Ja, genau, da sieht man den Chat nett. So, ich habe eh nichts. Ah, Bingo. So, jetzt sind wir nämlich eigentlich spawn. Ja. Genau, ich lese hier erstmal die ganzen Regeln, die ich natürlich alle auswendig kenne. Regeln: Belaste den Server nicht unnötig. Schreibt man unnötig, nicht klein in diesem Fall? Ja, dürfte passen. Kein Spamming. Ja, kein Spam würde auch reichen. Oder Beleidigung im Chat. Verärgere bitte keine, schreibt man auch klein, Servermitglieder. Servermitglieder wären dann Admin und Moderatoren, aber Spieler darf man dann verärgern, oder? Also sehe ich das so richtig? Ich weiß nicht. Kein Griefing. Och, das ist aber schade. Das wollte ich jetzt eigentlich machen. Ich wollte eigentlich eine Griefing-Folge aufnehmen. Kein unfaires Verhalten. Unfair schreibt man in diesem Fall, glaube ich, auch klein. Verhalten slash Clown schreibt man natürlich auch klein. Das Clown. Ne, das Clown schreibt man sogar groß, stimmt. Cheating und so weiter. Projekt Hirnfrei wünscht dir viel Spaß beim Spielen. Das Witzige ist, diese Tafel hat Lowe geschrieben. Merkt man vielleicht auch an den Rechtschreibfehlern. Und Lowe, jetzt fühl dich nicht wieder persönlich angegriffen hier. Das ist. Bilder, Love TV, es ist schön, wie jemand, der den Spawn gebaut hat, sich extra nochmal hinschreiben muss. Warum? Das check ich nicht. Also, ich meine, ja, warum muss man sich selber Credits geben? Ich weiß es nicht. Wenn du Interact zum Spielen brauchst, dann schreibe, wie viele Rechtschreibfehler sind denn mit in einem Satz? Zum Spielen schreibt man groß, okay. Interact kann man groß schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man englische Wörter groß schreiben darf. Ich würde es jetzt eher klein schreiben, weil das Privileg Interact heißt. Zum Spielen brauchst, dann schreibe auch klein, Tree Fucks. Tree Fucks. Mal sehen, was im Chat so steht. Tree Fucks. So. PvP ist ausgeschalten. Meint es Webseite Projektierenfrei? Ja, der ist auch ganz nett. Admin Projektierenfrei? Ich finde die Moderatorenliste ganz gut. Moderatoren. Fängt an mit Lea, einem 10-jährigen nein, ich darf jetzt hier nichts Falsches sagen, weil die wahrscheinlich das Video gucken wird. Einem 10-jährigen Mädchen, sagen wir es so. Ja, 10-jähriges Kind wäre auch okay, aber ja. Die ist ja auch ganz nett und so, aber es ist halt. Warum ist Nadine 549 auf dem Server? Ja, egal. Warum steht da zuerst Lea, dann DS, dann 2 Waldberg, dann ich, dann CX und am Ende Diablos. Warum? Also ich würde es jetzt so machen: Diablos, Lea und dann den Rest. Aber ja, okay. An die Spieler vom wilden Land. Achso, so kann man es besser sehen. Vom wilden La von wildes Land. Vom wilden Land kann man auch, aber ja. Wenn ihr wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr im neuen Stadtteil von Hirnfrei City heimisch werden würdet. Zum Beispiel in der Wildes Landstraße. Wer Interesse hat, einfach Diablos Omaro. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man auf so einen Namen kommt. Ich schreibe den immer falsch. Immer. Wenn ich den irgendwie versuche zu schreiben, anschreibt. So. Das ist der Spawn, ist auch ganz nett. Ja, nett. Baue ich denn hier? Ich würde gerne irgendwas am Wasser haben. So mit Strandambiente. Aber ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh, hier ist ein Riesenbaum. Da könnte man noch was draus machen, oder? Das habe ich mir schon öfter vorgestellt, dass man da theoretisch ein Baumhaus rausbauen könnte, oder? Das sieht eigentlich recht gut aus hier, oder? Also, ich finde es nett. Hier könnte man echt ein riesen Baumhaus draus bauen. Ich bin halt im Bauen nicht so der Tollste, deswegen, ja. Ich muss mal gucken, ob ich da hinten vielleicht noch was finde. Full View habe ich aus. Gut. Ja, Der Baum schwebt irgendwie so ein bisschen in der Luft, aber ich könnte theoretisch die beiden Bäume verbinden. Oder die drei Bäume sogar. Ich glaube, das mache ich. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, hier zu bauen. Wobei das jetzt auch nicht so das beste Haus ist hier. Ich finde es jetzt auch nicht so toll. Ganz ehrlich. Ha. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich schon mal ein paar Sticks. Ding kann weg. Ich glaube, ich baue da einfach oben Baumhaus drauf. Da muss ich aber die anderen Bäume fällen. Mal das am geschicktesten. Ich brauche erstmal ein bisschen Holz hier. Erstmal, ich fäll einfach den Baum hier. Dann habe ich so ein. Obwohl ich fäll den Mittelbaum. Ja, ich fäll den Baum.
Welchen nehme ich denn? Ich nehme den in der Mitte. Ich fällt die beiden anderen. So, erstmal ein bisschen, erstmal wieder anfangen, ganz normal. Und dann, ja. Ich baue mir direkt am besten erstmal Holzpicke. Ja, wie mache ich denn das? So. Ja, ich bin recht gelernt, was das Ganze angeht. Hier erstmal eine Holzpicke bauen. So. Jetzt baue ich mich mal hier in den Baum rein. Weil der steht, der hat schöne Dinger. Schön, geht schon bis zum Boden hier. Ich hoffe, es ist für den. Ich habe jetzt die Abus nicht gefragt, der ist der Admin hier. Ob das okay ist, wenn ich jetzt hier aufnehme, aber ich hoffe, das ist okay mit dem zweiten Account. Sonst wird das Display halt abgebrochen, aber das fände ich auch etwas schade. Aber ich glaube, ihn zu freuen. So, erstmal ein bisschen Stein holen. So, ich denke, das sollte schon mal reichen. Dann mache ich mir jetzt hier. Ich brauche mehr Stein. Wollen wir hier hoch? Hier. So. Ja, das passt nicht. Egal. Schiffbar gibt es ja jetzt zum Glück hier. So, erstmal wieder zumachen. Obwohl, direkt zumachen. Da habe ich ein Problem später. Dann mache ich mir hier schön mal eine Steinaxt. Ja, ich mache mir erstmal eine Steinaxt, genau. Dann kann ich mich schön. Ich glaube, man hört mein Ding ziemlich rauschen hier. Mein Mikro. Nicht mein Mikro, sondern meine Maus hört man ziemlich. Kann ich mir vorstellen. Ich versuche jetzt dieses Let's Play recht schnell zu machen. Also, weil ich jetzt. Einfach das recht schnell durchzujagen, keine Ahnung wieso, aber ich hatte mal so ein Lust, also so schnell wie möglich, das hier durchzurattern. Und warum baue ich das eigentlich von oben nach unten zuerst ab? Ich weiß es echt nicht. Ich denke, ich sollte mich mal da hochstacken, aber ich habe nichts zum Hochstacken. Ja, ein bisschen dumm. Ich glaube, ich hole mir erstmal Holz ordentlich. Das kann ich ja dann immer noch später abholzen, dann kann man das auch später gescheit abholzen mit einer Deerpicke oder sowas. Ich glaube, es ist erstmal sinnvoll, dass ich erstmal direkt in die Mine gehe. Damit zumindest erstmal eine Kiste aufstelle oder erstmal protected, das glaube ich ist das Sinnvollste. So, protecten. Protecten muss ich gleich noch, ja. Weil sonst kommt irgendein Vollidiot und denkt, er kann hier mir das Ding zerschießen. Dann habe ich auch nichts davon. So, ich baue mich jetzt erstmal hoch in meinen Baum. Aber zum Glück ist mir keiner Lauf gelaufen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt erstmal ein paar Sticks craften. Leather. Erstmal eine Leiter craften. Erstmal all, so. 40 Leitern kann ich schaden. Dann habe ich auch direkt ein bisschen Holz hier, wenn ich das abholze. Ja, am Anfang ist es immer ein bisschen langweilig. Ich mache dann bis zur Technik-Mod und Pipeworks auch noch ein bisschen und so. Also mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, genau. Ich verlinke übrigens die ganze Episode hoffentlich, also die ganze Let's Play-Folge hoffentlich, verlinke ich hoffentlich mit, was waren das? Den Blog, genau. Weil der Blog ist recht nice geworden. Ich finde den Blog recht cool. Da steht eigentlich alles, was man so braucht und so. Ja, genau. Jetzt bin ich fast schon oben. Ich schaue mich mal ganz nach oben hoch, damit ich so protecten kann und so. Weil es ist halt doof, dass Protecten immer als erster Stelle liegt. Das ist halt. Aber es ist halt auf dem öffentlichen Server. So, da muss es halt leider so sein und ja, Pech halt. Aber es ist halt dumm. Also. Ja. Ja, ist halt öffentlicher Server, das ist halt nun mal, ja. Ist halt doof, aber was soll man machen? So. Die Dungeon Master sind hier übrigens nicht so stark, dass ich jetzt nicht einfach ohne Rüstung in die Höhle gehen kann. Das wollte eigentlich reichen. Wenn ich da halt einen sehe, dann. Ich habe übrigens Gamma oben komplett. Damit ich auch in Höhlen sehe. Weil ich hasse das, wenn ich immer ausleuchten muss. Ich meine, das ist. Kohle gibt es hier eh genug, aber es ist trotzdem nervig. Schon bei 40 Metern, okay. Das ist doch echt cool. Und meine Leitern gehen mir langsam aus und mir läuft hoffentlich keiner hinterher.
Nö. Bisher noch nicht. La la la. Ich hoffe, ich bin gleich oben, weil langsam gehen mir die Leitern aus. Aber ich habe ja noch genug Sticks. Ich baue hier die ganze Zeit Holz ab. Ja, ja. Ich habe übrigens so lange kein Let's Play mehr gebracht, weil ich einfach keine Ideen mehr hatte. Also, ich habe jetzt auch in den letzten paar Tagen kaum mehr was gebracht. Also, in so in letzte Woche habe ich ja gar nichts gebracht. Weil ich einfach nicht so viele Ideen jetzt hatte, was ich groß machen kann. Also, jetzt ist mir vorhin das Let's Play hirnfrei eingefallen. Da dachte ich mir auch so, gute Idee, ich kann eigentlich mal hier mein Home setzen. So, dann kann ich das andere Home in der Mine setzen. Da muss ich nicht mehr runterlaufen. So. Vielleicht lade ich das Let's Play heute sogar noch hoch, obwohl, nee, erst nächste Woche, denke ich. Ich glaube, das ist sinnvoller. Oh, ich bin endlich oben, yay. Yay, ich bin endlich oben. Kann endlich protecten. Super. Ja, wie stack ich mich denn jetzt rüber? Mit Holz rüber stacken ist auch dumm. Mit Holzplanken ist auch dumm. Ich habe leider kein Dirt. Dann nach Koordinat Protect ist aber auch irgendwie doof. Ich glaube, dann nehme ich, baue ich hier mal. Ich muss hier oben eh so ein bisschen was abbauen. Mache ich die ganze Ebene mal so ein bisschen flacher. Dann baue ich hier einfach mal ein bisschen Ding ab. Ich hoffe, der Leaf Decay zwingt mich da nicht, dass ich runter muss. Also, ich lasse mich da nicht runterfallen. Das wäre nämlich etwas doof. Weil ich von 52 Metern, ich glaube, das endet tödlich. Wenn ich von 52 Metern runterfalle. Dann baue ich hier oben, glaube ich, meine Farm drauf. Aber so ein bisschen die Mod Big Trees fehlt mir hier, aber die hätte man halt am Anfang direkt drauf spielen müssen. Jetzt noch die nachträglich einzuspielen, gibt es einfach keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Das muss man halt direkt am Anfang, das ist aber schadet, einspielen. Ja. Aber liebst du was weg, ist auch witzig. Also das, da muss man auch erstmal kommen. Meine Pick ist, meine Holzachse ist gleich kaputt. Meine Steinachse, was habe ich denn hier schon wieder? Mann, Mann. Muss ich direkt Minen gehen gleich. Damit ich endlich mal ein bisschen Eisen bekomme, damit ich vielleicht heute. Ne, ich bin schon bei 20 Minuten, okay, dann war es das schon wieder von dem Teil. Ich nehme direkt noch eine Folge auf, ja. Dann sehen wir uns morgen wieder wahrscheinlich. Wenn das heute am Sonntag gekommen ist, dann kommt es wahrscheinlich morgen am Sonntag. Ja, und dann, ich hoffe, dieses Let's Play, kleine Let's Play, hat euch schon mal gefallen. Und dann danke fürs Zusehen. Ja, was soll ich groß noch sagen? Tschüss, ne?